Ja, hallo, sehr verehrte Ehrenmitglieder des Solidaritätsverbandes Schubeck. Herzlich willkommen bei einer weiteren, ja, es ist ja keine Reaction, sondern wir lesen uns halt die Kommentare von dem durch, worauf wir letzte Woche reagiert haben. Das war dieses Video von die da oben über Libertarismus, wo erklärt wurde, wie gefährlich wir sind. Und zwar sehr. Wir werden die Kommentare einsortieren in eine Tierlist. Da haben wir fünf unterschiedliche Tiers. Einmal Junge, Junge, Junge. Also das ist halt so, wenn das so, ne, also komplett gar nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Kommi-Cringe ist, ja, also ne, selbsterklärend, ne, also ist halt Cringe und Kommi, ne. Aber ohne Start, ja, das ist halt dann jemand irgendwie mit so, aber ohne Staat, wer baut denn dann die Straßen oder so, ja? Also das 0815-Argument. Ahnungslos. Das ist, wenn er halt keinen Plan hat, wie die Realität aussieht, schon wenig. Und versehentlich based, das ist dann, ja, ist halt based, aber er weiß es halt nicht, dass es eigentlich based ist, ne? Ja, wir haben uns da mal einige Kommentare rausgesucht. Heimatloser, willst du da mal den ersten dir holen? Ja, aber selbstverständlich. Der erste Kommentar lautet, bei den Waffen mit dem Guten im Menschen argumentieren, aber dann kein Geld abgeben, damit auch die Ärmsten eine Existenzgrundlage haben. Ja, Lachsmiley. Erste Einordnung von mir hat natürlich mehrere Ebenen. Also erstens hat es mit den Waffen weniger was mit dem Guten im Menschen zu tun, sondern einfach mit gegenseitiger Abschreckung. So, die meisten Menschen wollen nicht, dass man ihnen Gewalt antut und dementsprechend tun sie auch keinen anderen Menschen Gewalt an. Und das mit dem Geld abgeben, damit die Ärmsten eine Existenzgrundlage haben, das ist halt dieser Irrglaube, man würde Steuern bezahlen, damit Arme irgendwie, die würden sonst irgendwie hungern oder so. Das ist aus mehreren Gründen natürlich totaler Quatsch. Wenn ich es zuerst einordnen müsste, dann würde ich sagen, Comic-Cringe tatsächlich. Zumal was hier noch, finde ich, erschwerend noch mit einschlägt, das ist natürlich, wenn wir nicht an das Gute im Menschen glauben, dann stellt sich ja die Frage, warum hat der Staat dann Waffen? Weil der besteht ja auch aus Menschen, weil der Staat und die Gesellschaft, das sind ja wir alle. Dementsprechend verstehe ich nicht, warum dann der Staat Waffen hat und wir nicht. Ja. Aber gerne, gerne andere Meinungen. Ich sehe das nicht ganz so schlimm. Ich sehe das eher, aber ohne Stadt hier. Das sind jetzt eigentlich ja, mehr so die 0815 Irrtümer, die halt so eine übliche NPC glaubt. Ja, ich hätte das tatsächlich auch da eher eingeschätzt. Dann bin ich überstimmt. Dann ziehe ich alles zurück, was ich gesagt habe und behaupte das Gegenteil. Du glaubst also an den Gott Demokratie, ja? Ich war von Anfang an für die Demokratie. Dann lassen wir es doch da. Ja, Rom, willst du direkt mal den zweiten Kommentar nehmen? Na, aber gerne. Ich kann es mir schon vorstellen. Amerikanische Verhältnisse. Aber sind die erstrebenswert? Nein, für mich nicht. Wo jeder jeden erschießen kann, da müsste weitergedacht werden. Zum Selbstschutz und sein Eigentum und vom Staat, der einen enteignen will, ja. Etwas aufzubauen, soll jeder das Recht haben. Aber Anarchie wie im Wilden Westen oder so, das ist halt abgeschnitten. Ja, also es war, glaube ich, ein längerer Kommentar. Ich glaube, die zentralen Messages, die sind da aber drin. Ach, das ist schwierig einzuordnen, der ist schon ziemlich wild. Also auch die Satzbaus mit diesen abgehakten Punktierungen, wo es aber dennoch weitergeht. Es ist auch ziemlich schwierig herauszufinden, was jetzt die Aussage überhaupt sein soll. Er sagt ja eigentlich, okay, Selbstschutz, da dürfte jeder Waffen haben, aber dann Anarchie geht ihm dann doch zu weit. Ich würde sagen, das ist einfach ahnungslos. Auch wenn er. Das ist auch ein Delusional, was amerikanische Verhältnisse angeht, oder? Also er glaubt halt wirklich, dass Ja. Amerika, dass da jeder jeden erschießen kann. Dass sie das halt ehrlich, also dass du ein reales Risiko hast, wenn du irgendwie an der Tanke stehst,
dass du abgeknallt wirst von deinem Nachbarn. Einfach, weil der gerade irgendwie Lust hat. Ja, wo das Stand of Your Ground-Gesetz völlig falsch interpretiert wird, das ist eigentlich, Stand Your Ground ist genau das, was eigentlich auch das deutsche Notwehrrecht aussagt. Und das ist nicht so irgendwie besonders fieses. Ja, das ist einfach nur absolute Ahnungslosigkeit, was man da rauslesen kann. Vielleicht nochmal, ja, von ja, seiner Denkweise. Viel, wie heißt diese komische Historikerin, Annika Brockschmidt? Der zu viel Annika Brockschmidt. Die noch nie in den USA die, war. Die ist ziemlich cringe. Die noch nie in den USA war. Die USA-Expertin. Ja. Ja, Google ist ja auch eine amerikanische Firma. Von daher kann man damit ja auch viel recherchieren über die USA. Ja, USA-Expertin. SternchenInnen. SternchenInnen, ja. Andi, willst du das nächste machen? Ja. Man sieht ja, wie gut es funktioniert, dass Investoren mittlerweile in der Pflege oder Wohnungsmarkt mitmischen. Menschen sind egal, solange es Geld bringt. Ja, also ich würde sogar direkt sagen, dass das Comic-Cringe ist. Weil man, ja, man könnte auch so irgendwie so aber ohne Staat gehen. Weil, ja, okay, wir haben Unternehmen, die mischen im Wohnungsmarkt mit, okay. Aber das ist halt nicht der Grund, aus dem es nicht funktioniert, ne? Die Grundlage dafür ist der Staat letztendlich. Also, man könnte auch irgendwie den Case für ahnungslos machen. Bin mir irgendwie unsicher. Ich sehe es schon im Komitee, weil das sind schon ein paar kommunistische, sozialistische Vorurteile, die da vermittelt werden. Und das meint mittlerweile, mischen die Unternehmen im Wohnungsmarkt mit, zeigt ja, dass er meint, es wäre nicht seit Hunderten von Jahren so. Und die Menschen sind egal, solange es Geld bringt. Das ist halt schon ein Hammer, der auch über das typische NPC-Denken hinausgeht. Ja. Der Staat hat nicht nur die Straßen, sondern auch das Haus erfunden. Vor Erfindung des Staates haben die Menschen einfach unter freiem Sternenhimmel im Regen geschlafen. Das wissen nicht viele. Zelte. Das wissen nicht viele, das ist geheimes Wissen, aber es ist tatsächlich so. Wir haben nachgeforscht. Ich würde mich dem anschließen, also ich sehe es auch bei Comic Cringe, ehrlicherweise. Ja. Das ist schon so, das hat so einen vulgär-sozialistischen Zungenschlag. Also Comic Cringe ist, ja. Yes. Okay. Soll ich dann den nächsten machen? Ja. Würde man amerikanische Konzerne dazu verpflichten, ihre Steuern dort abzuführen, wo sie die Gewinne generieren, hätten wir hierzulande auch einen deutlich geringeren Steuersatz, ohne auf etwas verzichten zu müssen. Das für mich ist das Junge, Junge, Junge. Weil das einfach komplett delusional ist, die Vorstellung zu glauben, der Staat würde die Steuern senken oder abschaffen, weil Google irgendwie hier ein paar Mark mehr bezahlt. Das ist völlig absurd, diese Idee. Ist völlig absurd. So funktioniert weder der Staat noch das Steuersystem. Ja, ja, denke ich, kann man gut mitgehen. Also diese Vorstellung, dass die Reichen irgendwie unglaublich viel vom Kuchen bekommen, das ist schon ziemlich krass an der Realität vorbei. Ja, und ziemlich harter. Also, mal der Staat für die Finanzierung seiner Ausgaben ja nicht unbedingt auf Steuern angewiesen ist. Siehe Sondervermögen Bundeswehr. Ja, er kann sich einfach aus dem Nichts schaffen. Ja, ja. Sind dann plötzlich da. Also dann sind plötzlich noch mehr Güter da, ja? Warum zahle ich eigentlich Steuern, wenn der Staat das Geld einfach so schaffen kann? Weil du die Sicherheit bist auf den Kapitalmärkten. Ja, frag den MMTler, warum Geldfälschung illegal sein soll. Weil mehr Geld bedeutet ja mehr Güter. Dasselbe. Also, ja. Ja, Güter gleich Geld. Also ein Euro ist auch gleich ein Gut. Ja. Das wissen viele nicht. Eine Banane gleich ein Euro. Jedes Mal, wenn die EZB einen Euro herstellt, dann wird auch gleichzeitig eine Banane aus dem Nichts geschaffen. Ja, genial. Ja, wir haben eine Art volkswirtschaftliches Perpetuum mobile entwickelt. Ideal.
So, soll ich die mal weitermachen? Yes. Okay, ui, das ist ein längerer Kommentar. Wie eine Welt ohne die Staatsform der Demokratischen Republik aussehen würde, sah man ja daran, wie zur Zeit der Monarchie im ganzen Landstrich einzelne Familien gehörten. Zur Zeit der Monarchien ganz Landstriche einzelnen Familien gehörten. Aristokratie war im Prinzip nichts anderes als Land und Volk im Privatbesitz mächtiger Familien, die keinerlei Verantwortung für die Menschen um sich herum tragen mussten. Gerade deshalb gab es nur Hunger und Elend, und darin lag auch der Ursprung des Nationalismus im 19. Jahrhundert. Die Abwesenheit des Staates führt halt, anders als die Libertären es gern hätte, gerade nicht dazu, dass es keine Machtstrukturen mehr gibt, sondern nur zu einer Tendenz zur Aristokratie. Über Jahrhunderte hinweg bilden sich dann Familiendynastien und irgendein Vollhorst, der den halben Kontinent geerbt hat, krönt sich dann halt irgendwann zum König oder gar Kaiser. Und dann ist es endgültig aus mit der Freiheit des Einzelnen. Libertäre blenden einfach aus, dass Menschen alle Klassen regiert werden müssen. Und zwar idealerweise von frei gewählten Institutionen, die dafür zwar Rechenschaft abwägen müssen. Nur die Staatsform der Demokratie ist dazu geeignet, einigermaßen gerechte Rahmenbedingungen für alle zu schaffen. Ja. Uiuiuiui. Ah, also Ja, da hat boah, sich das ist jemand hart. wirklich Gedanken gemacht. Die Frage ist jetzt, wie der Duschnell ist das jetzt, was er sich da aus den Fingern gesaugt. Naja, er ist ja nicht ganz aus den Fingern gesaugt, das sind ja, ist ja schon irgendwie das, was man so in der Schule eingetrichtert bekommt. Also ich tendiere jetzt schon für aber ohne Staat hier. Das ist so, ja, hier umgemünzt auf aber ohne Demokratie. Der halt wirklich komplett in dieser Ideologie, die ihm eingetrichtert ist, drin lebt und die halt auch irgendwie mit eigenen Gedanken ausschmückt. Aber das ist jetzt nichts wirklich Bösartiges in dem, was er sich da überlegt. Ja, also ich meine, Ja gut, Menschen teilweise. müssen alle regiert werden. Es ist schon so, so der Mensch, der braucht halt einfach einen Sklavenhalter, ansonsten Ja. weiß er nicht, was er tun soll. Ah, okay, das stimmt. Das ist schon eine ziemlich miese, die Also, Denke, ja. ja, ich meine, so teilweise ist ein Fünkchen Wahrheit in dem, was er sagt, mit drin, dass sich das irgendwie so langsam entwickelt irgendwie. Ja, Aber. aber da gibt es ja auch mit der Guillotine das passende Korrektiv, ja. Ja, da gibt es auch ein Buch namens Considerations Guillotinieren für Anfänger. the Revolution für Dummies. Guillotine. Ja, Freddy Printer macht's möglich. wichtiger Beitrag des Ingenieurwesens. Ja, absolut. Also mehr für Freiheit und Gleichberechtigung getan als 100 Soziologiestudenten der Herr Guillotine. Ja, wichtig. Also, Alle meine Homies haben eine Guillotine. den lassen wir aber ohne Start, oder? Ja, können wir eigentlich bei ohne Staat lassen. Also Ja. es ist halt komplett irgendwie absurd in manchen Teilen, weil da halt auch einfach Sachen drin sind, die nicht stimmen. Also diese Idee, dass irgendwie ein Kaisertum zwangsläufig weniger frei ist als eine Demokratie, das ist natürlich totaler Blödsinn. Die Gesetzestexte sind heute deutlich umfangreicher als im Deutschen Kaiserreich. An vielen Stellen und deutlich regulierter. Auch das alltägliche Leben ist deutlich regulierter. Aber gut, lassen wir uns erstmal bei Aber ohne Staat. Aber ohne Also Staat, wer schränkt dann unsere Freiheit ein? den gröbsten Patzer, den sehe ich eigentlich im Ursprung des Nationalismus, den er da irgendwie in der Monarchie sieht. Das ist ja genau das Gegenteil. Das ist Nationalismus und Demokratie, das waren eigentlich Zwillingsgeburten. Ja. Missgeburten. Zwillingsmissgeburten, ja. Ja, Zwillingsmissgeburten. Und auch, dass es bis dahin nur Hunger und Elend gab, ist natürlich auch grober Unfug. Also es gab da sehr wohl Zeiten, die von einem überaus zum Teil auch rasch ansteigenden Wohlstand geprägt waren. Beispielsweise Niederlande, wo ich immer noch der Überzeugung bin, dass es das Land nicht gibt, weil ich meine, hör dir mal die Sprache an. Ja, es ist schon albern. Also schon unseriös Hey, der irgendwie. Grip, Niederlande. Also schon unseriös irgendwie so zu sprechen und dann so tun zu wollen, als wäre man ein Land, ja. Das finde ich echt nicht seriös.
Er ist schon irgendwie ein unseriöser Lab. Ja. Ja. Ja, aber da kam dann nach der Tulpenmanie die Erfindung des Joints und seitdem geht es steil bergauf mit dem niederländischen Bruttoinlandsprodukt. Ja, so ist das gelaufen damals. Drogentourismus macht es möglich. Drogentourismus ist kein Verbrechen. Ja, best. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Oder? Ich war doch dran, oder? Oder bist du dran? Auch da, Andi ist dran. Ich dränge mich nicht vor, Andi, bitte. Ja, also. Nur die Verbindung aus menschlicher Arbeitskraft und Naturrohstoffen ist neu wertschöpfend. Alle anderen Tätigkeiten in der Wertschöpfung sind lediglich Verteilung, Verwaltung, Verbrauch und Abschöpfen dieses Neuwertes. Das Naturgesetz der Ökonomie wird schlichtweg ignoriert. Und zwar weltweit, ganz besonders von Libertären. Selbst die großen Ökonomen wie John Maynard Keynes, Adam Smith, Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, Ludwig von oder Karl Marx haben dieses Naturgesetz der Ökonomie nicht ausreichend berücksichtigt. Des Weiteren ist das global verwendete, destruktive und auf Zinsen basierende Schuldgeldsystem so konstruiert, dass ganz automatisch eine Umverteilung von ganz vielen zu einigen wenigen Superreichen stattfindet. Diese beiden Parameter sind die hauptverantwortlich für die Probleme der Menschheit. Alle anderen Probleme sind und waren lediglich Folgen und Symptome dieser beiden und zwar in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ende der Diskussion. Ausrufezeichen. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also was mich in Schlingern gebracht hat, war halt, also, okay. Ja. Keynes und Marx, also ein Pädophiler und ein Vergewaltiger in einer Zeile mit Ludwig von Mises und Hayek und Friedman, das tut schon weh. Also ich meine, er führt irgendwie einen neuen Begriff neuwertschöpfend ein. Aber ich meine zum Beispiel auch die Verbindung aus menschlicher Arbeitskraft und Kapitalgütern, ja, also einer Maschine, ja, einem Hammer, das ist ein Naturrohstoff, auch wertschöpfend. Also mal komplett falsch. Das hat Arbeitswertlehre, ne? Ja. Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob es das überhaupt ist, ja. Also, ich würde fast sogar zu Junge gehen. Das ist. Es hat schon was, fast irgendwie so was regressiv Antisemitisches irgendwie. Oben dieses menschliche Arbeitskraft und Naturrohstoffe ist neuwertschöpfend. Und danach kommt des Weiteren ist das global verwendete, destruktive und auf Zinsen basierende Schuldgeldsystem. Das ist so, das hat so was latent Antisemitisches schon, finde ich. Ja, wobei man auch natürlich sagen ich muss. Ich finde auch, das ist, ist das vielleicht Junge oder Komitier. Also ihr meint ja, dass er mehr über Ökonomie verstanden hat als die großen Ökonomen. Karl Marx. Ja, inklusive Marx und Hayek. Das zeigt ja schon zum gewissen Größenwahn. Ja. Also ich meine. Ja, es ist Junge. Dieses komische. Also ich glaube, das ist auch so ein verkappter Fascho, ey. Der redet hier so von Krankheiten, von diesem auf Zinsen basierenden Schuldgeldsystem, von Arbeitskraft und Naturrohstoffen. Also es ist alles so ein komischer Umschlag. Also, um kurz mal das Konzept Zinsen zu erklären, Ökonomie. Das basiert darauf, dass Menschen wobei es zum ersten haben. Abschnitt, dass die nur Arbeitskraft und Naturrohstoffe sind, ist wertschöpfend. Ja. Also ich meine, da kommt das alles, was da steht, ist falsch, würde ich sagen. Ist da irgendwas richtig? Also, ich meine, dass man das Geldsystem kann man ja machen, aber ne, würden wir ja auch, ne, mit Zentralbanken und so weiter. Aber ja, sonst kann man da nichts Positives raussehen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Junge, da ist der ganz gut aufgehoben. Also das ist echt absurd.
Heimat, machst du den nächsten? Da ist er wieder. Ja, hi. Ah, okay. Ich war kurz weg. Aber wie viel haben wir verloren? Gar nichts. Ich habe einfach weitergeredet und niemand hat was mitbekommen. Niemand hat was mitbekommen. Wir können einfach weitermachen. Einfach den nächsten Tweet. Das nächste Kommentar. Ja, zeichnest du noch auf? Ja, ja. Oder gibst du noch mal ein Signal? Ah, okay. Ja, dann würde ich den nächsten Kommentar mal vorlesen. Aua, aua, aua. Wenn dumme Menschen auf Kosten anderer dummer Menschen reich werden, dann bleiben sie trotzdem dumm. Sie werden dadurch weder liberal noch elitär. Was für ein Bullshit geht denn hier ab? Querdenker, Reichsbürger, Wagenknecht-Groupies und Libertäre. Fehlen eigentlich nur noch ein paar Zombies und dann kann die Apokalypse beginnen. Uff, also auch da verstehe ich nicht die Aussage, die er treffen möchte. Es ist natürlich hier dieses eine, wieder dieser Bertolt Brecht-Blödsinn, ne? Du bist nur reich, weil andere Menschen arm sind. So Gesellschaft, Volkswirtschaft als Nullsummenspiel im ersten Satz. Der nächste Satz macht keinen Sinn. Sie werden dadurch weder liberal noch elitär. Und dann diese Aufzählung Querdenkerreis, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also was haben Libertäre mit Wagenknecht-Groupies oder Reichsbürgern zu tun oder Querdenkern auch zum Teil? Fehlen eigentlich nur noch ein paar Zombies und denken, ja, also der ist. Wo sortieren wir den ein? Also ich sag Junge, Junge, Junge. Eigentlich schon, ne? Ja, also offenbar ist der gute Mensch, der diesen Kommentar verfasst hat, nicht sonderlich klug. Also IQ wahrscheinlich nicht ganz bei der 100. Kann das dieser Nightmare-Keks von Twitter gewesen sein? Dieser. Ja, nee, der hat doch, genau, den gibt's doch jetzt nicht mehr auf Twitter, ne? Der ist doch jetzt auf Mastodon und hat seinen Account gelöscht. Und ja, weil er dann seinen Account. Jetzt nicht in der Stelle dann auf Mastodon. Einfach eine Pedo-Plattform, ey. Da, wo die anderen Linken auch sind. Ja, genau, dieser Anwalt Jun, der hat ja auch mal erzählt, dass seine Schülerpraktikantin aus der 10. Klasse ihm gezeigt hat, ja, dass sie auf Twitter am schnellsten an Pornos kommt. Ja, wir fragen uns alle, wie dieses Gespräch abgelaufen ist. Ja. Junge, so. So, ja, Johanna oder hier Peter oder Petra, ja, wie auch immer. Nehmen wir Petra. Ja, wie kommst du denn am schnellsten an Pornos? Ja? Das wird mich. Zeig mal. Zeig mal. Was für Pornos magst du denn so? Ja, worauf stehst du so? Also, ja. Ich würde sagen, wir gehen weiter nach diesem absurden Kommentar. Rom, möchtest du mal den nächsten übernehmen? Ja, selbstverständlich. Das ist ein Kurz zur Abwechslung. Kennt ihr Cyberpunk? Das ist die libertäre Traumwelt. Uff. Also ich würde ja sagen, das ist ahnungslos hier. Also der hat sich offenbar überhaupt nicht damit auseinandergesetzt und verwechselt einfach das, worüber er spricht. Und der, also und irgendein fiktives Werk, das Computerspiel mit der Realität bzw. den Vorstellungen der Libertären gleichzusetzen, das ist schon irgendwie cringe. Ja, das ist aber irgendwie das sieht man oft bei Sozialisten und so Etatisten und so, dass sie einfach irgendein fiktives Werk nehmen und glauben, damit ein Weltbild bilden zu können. Atlas Shrugged zum Beispiel. Ja, das hat viele Leute in den Sozialismus getrieben, dieses Werk, so stimmt. Ja, bei Cyberpunk, da ist es ja ganz klar, dass es da um die ästhetische Vision beziehungsweise auch darum geht, eine Welt zu erschaffen, die gut geeignet ist, um als Computerspiel eine interessante Worldbuilding zu betreiben.
beziehungsweise da guten Kontext drin unterzubringen. Und deswegen ist das jetzt keine Simulation der Realität. Echt nicht? Moment, willst du mir jetzt sagen, dass Videospiele nicht eins zu eins die Realität abbilden? Es sind keine Simulationen, das, so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Aber manchmal glitscht die Simulation trotzdem schon. Ich weiß nicht, also Cyberpunk an und für sich, also wenn er jetzt wirklich dieses Videospiel meint, das ist teilweise Objektivismus-Cringe, ja, gebe ich euch recht, aber da sind halt auch Elemente bei, die sind halt based, also die Art und Weise, wie da die Gesundheitsversorgung und die Krankenversicherung geschildert werden, das ist halt einfach based. So, du hast dann, es gibt dann so Premium, Platin, sonst was Mitgliedschaften bei deiner Krankenversicherung. Und wenn du Platin-Mitgliedschaft hast und du wirst irgendwie entführt, dann schickt deine Lebensversicherung halt einfach so einen Killer-Squad los, was sich dann da rausholt. So, das ist halt einfach based. Okay, das ist tatsächlich based. Ja. Insofern würde ich sagen, aus Versehen based eigentlich. Ich würde fast sagen, aus Versehen based. Ja, weil wir sonst noch nichts drin hatten, würde ich mal sagen. Ich kenne das Spiel leider nicht gut so gut, dann vertraue ich dir einfach mal. Ja, also ich möchte schon, dass meine Lebensversicherung dann so einen Killer-Squad losschickt, wenn ich entführt werde. Ja, definitiv. Also. Da zahle ich dann gerne auch die Platin-Mitgliedschaft. Send another. Also, nehmen wir gleich das nächste, würde ich sagen. Ja. Das nehme dann ich mal. Extrem gute Idee, alles, was wichtig ist, in die Hände von besonders reichen Menschen zu legen. Was kann da schon schief? Also, ich würde halt erstmal sagen, naja, du legst es ja nicht in die Hände von reichen Menschen, sondern um reich zu werden, musst du ja erstmal irgendwas schaffen, zumindest im Libertarismus, eben etwas Wertschöpfendes machen, damit du überhaupt an Geld kommst und eben reich werden kannst. Du musst also schon bewiesen haben, dass du eben positive Dinge für andere Menschen erreichen kannst. Fängt der Fehler schon da an, ja. Also ich würde sogar fast sagen, das ist Comic-Cringe. Ja, er ignoriert halt auch völlig, dass Politiker auch reiche Menschen sind, die aber eine Machtfülle auf sich vereinigen, die man mit Geld nicht kaufen kann. Insofern, ja. Also ich kenne keine Privatperson, die so mächtig ist wie ein Politiker im Staat, egal wie viel Geld sie hat. Der blendet halt komplett aus, dass auch reiche Menschen diesen Check and Balance durch ausgesetzt sind, dass ihr Angebot auch von dem Markt angenommen werden muss. Also dass er Konsumenten finden muss. Und das ist kein großer Unterschied dazu, wenn sich ein Politiker oder Bürokrat was ausdenkt, der ist nicht auf diese Checks and Balance angewiesen. Der kann es einfach mit der Waffe durchsetzen lassen. Also Comic Cringe? Ja, entweder Comic Cringe oder aus Versehen based, je nachdem, wie man das lesen möchte, aber eher Comic Cringe. Ja, ich sag, also meiner Meinung Comic Cringe. Ja, dann schließe ich mich der Meinung an. Ja. Heimat, machst du den nächsten? Ja. Oder ist wieder ein langer. Als Jugendlicher hatte ich mal eine libertäre Phase. Es gibt ein paar Punkte, die ich weiterhin nachempfinden kann. Insgesamt halte ich die Vision des Libertarismus aber nicht mehr für realistisch. Ich denke, ein wichtiger Aspekt, um Libertarismus zu verstehen, ist, dass Libertäre davon ausgehen, dass der Staat die Ursache für einen Großteil unserer Probleme ist. In der Idealvorstellung der Libertären gibt es beispielsweise keine ungerechtfertigten Monopole. Das heißt Monopole, die ihre Position durch unlauteren Wettbewerb halten und nicht, weil sie das beste Angebot bieten. In der libertären Vorstellung bietet der Staat die ganzen Tools, über die sich große Firmen ungerechtfertigt an die Spitze halten. Das beinhaltet zum Beispiel Patentgesetze, Urheberschutz, Copyright is Violence übrigens, und umständliche Zulassungsverfahren. Die Vorstellung ist, dass wenn es den Staat nicht gäbe, gäbe es auch nicht mehr diese übermächtigen Firmen, dass sie es nicht mehr so einfach an der Spitze halten können. Zumindest habe ich das damals so wahrgenommen. Heute glaube ich das nicht mehr. Ich denke, es gibt genug andere Wege, die Konkurrenz klein zu halten, auch ohne die Unterstützung des Staates. Ich denke aber dennoch, dass der Staat es den Firmen heute oft unnötig einfach macht, ihre Monopolstellung zu halten. Dass viele Regulierungen am Ende effektiv die großen Firmen vor Konkurrenz schützen, ist, denke ich, kein Mythos. Wenn ich Libertarismus in links und rechts einordnen müsste, würde ich es vermutlich
tatsächlich auch eher rechts einordnen. Am Ende sind meiner Erfahrung nach aber die anarchistischen Ideen vom Libertarismus und der extremen Linken komplett kompatibel. Die extreme Linke geht davon aus, dass sich die Menschen meist in Eigentumsgemeinschaften organisieren würden, während die Libertären davon ausgehen, dass die meisten Menschen sich selbst um ihr Eigentum kümmern. Am Ende werden aber beide Lebensweisen von beiden Visionen explizit toleriert, zumindest in der Literatur, die ich dazu bisher gelesen habe. Also was man lobenswert hervorheben kann, ist, dass es ja auf jeden Fall schon recht reflektiert ist, was er da so schreibt. Er wird aber nicht so richtig deutlich, was jetzt eigentlich sein Alternativvorschlag ist. Da bleibt er nebulös, deswegen kann ich ihn nicht bei Aber ohne Staat einordnen. Komplett ahnungslos ist er auch nicht, weil er sagt halt ein paar Sachen, die stimmen. Zumindest aus libertärer Perspektive stimmen die. Es ist auch kein richtiger Comic-Cringe. Und jetzt bin ich langsam am Rudern. Also ich würde sogar fast sagen, das kann man sogar schon irgendwie in versehentlich based einordnen. Also ja. Ich sehe halt jetzt nicht, was sein Problem eben mit Libertarismus ist, ne? Also. Ja, das sagt er halt nicht. Ne? Aber er sagt nicht, warum er nicht mehr in der libertären Phase ist. Ja, also. Ich meine, vielleicht hat er in der Zwischenzeit irgendwie einen Unfall und jetzt einen Hirnschaden, deswegen ist er jetzt Linker. Ich meine, kann ja sein. Also ich das meine. Das wird leider nicht deutlich. Das mit den Monopolen, also ich meine, wenn du halt eben. Also du hast. Okay, du hast gute Möglichkeiten, dir die Konkurrenz vom Leibe zu halten. Also da gibt es auch historische Beispiele dafür. Ja, zum Beispiel Alcoa, also die Aluminium Company of America. Wie haben die Konkurrenz klein gehalten? Ja, indem sie eben massiv Produktion ausgeweitet haben und dadurch eben selber ihr Aluminium verkaufen konnten. Und eben eine Monopolstellung für Primäraluminium hatten und deswegen eben auch unter dem Antitrust-Gesetzen eben angeklagt wurden, was aber natürlich auch komplett absurd war, weil zum Beispiel auch Sekundäraluminium gab, also Aluminium, welches praktisch bereits recycelt wird, was bei Aluminium deutlich mehr Sinn macht als zum Beispiel bei Stahl. Aber du hast halt eben diese absurden Gesetze, die es dann eben verbieten. Ja, also die haben unironisch in der Anklage gesagt, ja, die hätten gar nicht ihre Produktion ausweiten müssen, sondern auch Platz machen können für andere. Staat macht Staatssachen. Ja, also so komplett. Also es war wirklich, sie haben vorhergesehen, okay, da werden neue, es wird mehr Nachfrage nach Aluminium geben. Also werden wir mehr produzieren. Und diese Vorhersage war richtig. Und das war dann praktisch die Anschuldigung, ja, unter der sie angeklagt wurden. Also komplett absurd. Also ich sehe nicht das Problem mit Monopolen, wenn sie eben... Das Monopol ist erst ein Problem, wenn es ausgenutzt wird. Und da gibt es zwei Haltungen, glaube ich. Oder da gibt es ja die Haltung im Libertarismus zu, du kannst ein Monopol haben und behalten oder ausnutzen. Und dann ist es weg. Ja. In dem Augenblick, wo du dein Monopol ausnutzt, indem du halt quasi als Angebotsmonopolist hingehst und die Preise in den Orbit schraubst, löst du halt unglaublichen Druck auf Substitutprodukte aus oder öffnest das Feld für billigere Konkurrenz, die dann sehr zügig wachsen dürfte. Also entweder du behältst dein Monopol und bist glücklich und nutzt es nicht aus oder du verlierst das halt. Ja, das Standard Oil hat jetzt sein Monopol dadurch gesichert, dass der immer, wenn ein Konkurrent einen neuen Betrieb aufgemacht hat, der den überteuert abgekauft hat, was natürlich dazu geführt hat, dass er praktisch den Aufbau von diesen Konkurrenzbetrieben subventioniert hat. Und irgendwann mussten diese Politik auch einstellen. Ja. Also es gibt Möglichkeiten, ein Monopol zu sichern, aber die sind entweder führen die nicht dazu, dass die Allgemeinheit davon einen Schaden hat, oder sie sind nicht stabil, dass die langfristig funktionieren. Ja, also ich weiß nicht, was machen wir mit dem Monopol vom Staat?
Was machen Das wir ist mit dem ewig. Kommentar? Na, also, uns fehlt uns die richtige Kategorie dafür, da würde ich sagen, als Ersatz tun wir den aus, was jeden wählst. Er ist schon nicht so verkehrt. Und es sind wahrscheinlich nur minimale Unterschiede, die uns von denen trennen. Ja. Ich hoffe, dass sich sein Hirnschaden zurückentwickelt und er wieder libertär wird. Er war ja schon mit seinem Leben auf dem richtigen Pfad und dann kam dieser schreckliche Unfall dazwischen. Ja. Das Leben ist voller Tragik. Hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Wir drücken ihm die Daumen, wir denken an dich. Kussi geht raus. So, jetzt bin ich wieder dran mit Vorlesen. Ja. Ja. Okay. Hier braucht ihr keine lästigen Steuern zahlen. Allerdings erwarten wir von euch einen Jahresbeitrag, wahrscheinlich sehr hoch, damit wir für euch die Sicherheitskräfte und so weiter bezahlen können. Ja, man kann Steuern auch einfach umbenennen, lacht Smiley. Ja, das ist so eine, aber ohne Staat passt eigentlich schon nicht schlecht. Er hat einfach komplett nicht verstanden, um was es uns geht. Und das ist ein Unterschied zwischen Steuern und Beiträgen, die eine Privatstadt einnimmt. Das ist nicht, für was die verwendet werden, sondern das eine gewalttätig gesetzt wird und das andere eben nicht, sondern eure vertragliche Grundlage steht. Ja, außerdem, also die Dinge, die ihr hier auflistet, ja, also wahrscheinlich, also damit wir für euch Sicherheitskräfte und so weiter bezahlen können und dass das wahrscheinlich sehr hoch wäre. Also es ist unfassbar, wie wenig der Staat insgesamt für so Dinge wie Straßen und Sicherheitskräfte und so ausgibt im Verhältnis zu seiner Gesamtausgabe. Also das wäre, also jeder Penner gibt auch. Jeder Penner zahlt mehr Mehrwertsteuer, als der Staat für Sicherheitskräfte braucht. Ja, wir also das letzte Mal, als der Staat viel Geld für Sicherheitskräfte ausgegeben hat, das war, als er Konzentrationslager unterhalten musste und einen Vernichtungskrieg geführt hat. Also ja, aber ohne Staat dürfte passen, würde ich sagen. Ich würde aber auch sagen, es ist ahnungslos, ne? Weil er weiß halt wirklich nicht, was das Konzept Steuer ist. Also faktisch weiß er das nicht. Also ich vermute, er glaubt, dass er im Fitnessstudio auch Fitnessstudio-Steuer bezahlt, wenn er da seinen Monatsbeitrag entrichtet. Oder wenn er zu Lidl geht, dass er da eine Einkaufssteuer bezahlt und dass der Kassenbon ist quasi seine Einkaufssteuer bezahlt. Also er ist auch einfach maximal ahnungslos, aber ich bin auch mit Arme ohne Staat einverstanden. Also er ist schon eine Spur tiefer drin in dieser Mahnwelt des Etatismus, als dass man es einfach mit Ahnungslosigkeit abtun könnte. Ja, dann glaub, machen wir aber ohne Staat. Also ich glaube, er bezieht sich hier auch hauptsächlich auf die Privatstädte. Das ist, glaube ich, sein Bezug hier. Da sagt er praktisch, das ändert ja nichts daran. Das würde ja wahrscheinlich auch bei irgendeinem Sicherheitsunternehmen, Sicherheitsversicherungen genauso sehen. Ja, hast du heute schon deine Bahnsteuer bezahlt? Ja. Oh nee, jetzt muss ich wieder Lichtsteuer überweisen, sonst drehen die mir den Strom ab. Nee, der Punkt ist halt, dass er völlig ausblendet, dass es hinter den Steuern die Gewalt des Staates steht. Und deswegen und keinen Anspruch erkennt er den Unterschied nicht. Hast. Ja, und du keinen Anspruch auf Gegenleistung hast. Du kannst einen Steuersatz von 100% haben, das bedeutet nicht, dass der Staat dir irgendetwas gibt. Während du bei der Privatstadt ja vereinbarst, ich bekomme ABC und dafür kriegst du von mir XYZ. Ja, und darauf hast du auch einen Anspruch. Das ist natürlich immer, was ausgeblendet wird. Die Leute denken, dass ein Großteil von den Steuern in irgendwelche sinnvolle Sachen gehen. Das meiste sind einfach irgendwelche Vergangenheitsausgaben, wie Schulden begleichen, Zuschüsse in die Rentenversicherung und Krankenversicherung und so weiter. Und Demokratiefördergesetz. Wichtig. Das ist jetzt wichtig. Inzwischen Milliarden, das ist krass. Das ist ganz besonders wichtig. Und natürlich den Demokratieverbreitungsfunk. Ja, der Demokratieverbreitung, der gemeinsame Demokratieverbreitungsfunk. Ja, der ist schützt besonders uns wichtig vor dem Faschismus. Ja, Jan Böhmermann. Ja, vielen Dank, danke, dass es Jan ihn gibt. Danke, Herr Böhmermann. Ja. Also zwei noch, oder? Ich mach den nächsten, oder? Ja. Es darf kein Dritter zu Schaden kommen.
Heißt das weitergedacht beispielsweise, dass niemand weniger verdienen darf, als man zum Leben braucht? Klar, die Person, die sich zu diesen Konditionen anstellen lässt, hat natürlich das Recht, diesen Vertrag einzugehen. Wenn die Person aber keine andere Wahl hat, bisher war es doch eher so, dass da, wo große Teile privatisiert wurden, Bahn, Strom, Telekommunikation, Post, Krankenhäuser, alles für die Kunden eher schlechter geworden ist, oder irre ich mich? Die Antwort lautet ja. Mir fehlen immer die positiven Beispiele, wo Privatisierung alles besser gemacht hat und die als Vorbild dienen können. Also zum Beispiel Sowjetunion. Im Gegenteil, ich prophezeie mal, Achtung, rein subjektiv, solche libertären Projekte wie Prospera, wenn sie denn wirklich durchgezogen werden, irgendwann aus sich selbst heraus zu dem Schluss kommen, dass Demokratie und Staat eigentlich praktisch wären. Dann bildet sich doch wieder eine Regierung, naturgemäß erstmal aus denen, zu dem Zeitpunkt am meisten Geld und Einfluss haben. Das finden dann die restlichen Bewohner doof und begehren auf. Dann gibt es Revolution, Übergangsregierungen, Wahlen, Demokratie. Und um diese tolle Innovation des Zusammenlebens gemeinsam zu finanzieren, steuern. Ach, und wenn es mal rein hypothetisch einen komplett libertären Staat, kann man das so sagen? Nein, gäbe, was passiert eigentlich im Kriegsfall? Angenommen, irgendein Land marschiert da ein, Bomben fallen und so weiter. Irgendwann ist der Krieg vorbei, der libertäre Staat existiert noch, hat gewonnen, verteidigt, Geld ist aber sehr viel in die Verteidigung geflossen, baut jetzt jeder seinen Hau mit den eigenen Händen wieder auf, ohne zentral kontrollierten Wiederaufbau und so weiter und so weiter. Also ich würde auf jeden Fall mal sagen... Glaubt wirklich, es bräuchte nach einem Krieg einen zentral kontrollierten Wiederaufbau? Ja, das hat ja im Ahrtal zum Beispiel so funktioniert. Also, ja, das Ahrtal ist sich heute noch von dem zentral kontrollierten Wiederaufbau also erholen. Ich sage aber ohne Staat. Ich würde sagen, das passt da ganz gut rein. Ja, so kann man das lesen, aber irgendwo habe ich dieses Gefühl, dass der ein ganz übler Kommi ist. Ja, ich hätte jetzt auch Comic-Cringe getippt. Ja. Also zum Beispiel das mit der Privatisierung. Zum einen sind da Sachen drin, wie die Bahn, die gar nicht privatisiert sind, oder Sachen wie die Telekommunikation, die ein extremer Erfolg für die Kunden sind. Also es hatten, wenn man sich mal die Kosten für Telekommunikation anguckt, da gab es durch die Privatisierung einen massiven Knick nach unten. Und die Leistung der staatlichen Telekom, die waren ja mal unter aller Sau, hat heute noch einen schlechten Ruf deswegen. Also wie die mit dem Kunden umgesprungen ist. Es war eine Zeit, wo es zwei Formen von Telefon gab, die du mieten konntest, glaube ich. Diese Plastiktelefone. Es war eine ganz wilde Zeit. Ja, ich würde auch sagen, das ist Comic Cringe. Vor allen Dingen, weil er halt so dieses Argument, also er argumentiert halt im Kreis. Libertarismus funktioniert nicht, weil es gibt keinen Staat, der dich vor dem Staat schützt. Und deswegen musst du ein Staat sein. Und das ist ein typischer Kommi-Cringe-Take. Ja, da hat man auch wieder den Effekt, dass der sich sein Weltbild durch irgendwelche fiktiven Szenarien stützt. Also er denkt sich irgendwas aus und das ist der Beleg für das, was er vorher sowieso geglaubt hat und nachdem er sein Szenario entworfen hat. Ja. Ja. Es gibt wenig Regionen historisch, die weniger in Kriege verwickelt waren als libertäre oder libertarismusnahe Organisationen. Ich meine, Prospera zum Beispiel, das war 400 Jahre lang oder so. 400 Jahre lang Frieden. Ja. Anarchistisches Irland, 4000 Jahre lang mehr oder weniger Frieden, wenn man von den Fäden lokal mal absieht. Island, 4000 Jahre. Ja, ich glaube, das vorstaatliche Irland war 4000 Jahre lang anarchistisch. Das ist ja aber jetzt krass lang. Naja. Also ist es auf jeden Fall. Island war 600 Jahre anarchistisch. Von den römischen Enklaven, die nach dem Rückzug Roms aus Großbritannien übrig geblieben sind, die ja auch de facto dann wie so Privatstädte waren, zumindest eine Zeit lang ging auch kein Krieg aus. Also die waren dann nicht als Aggressor aufgetreten.
Schon ziemlich wilder Take von ihm. Ja, also und ich meine auch das mit dem mit den kriegerischen Handlungen, sage ich jetzt mal. Das ist ein, ja, jetzt mal im Anarchokapitalismus ein etwas komplexeres Thema, aber auch nicht unlösbar. Und die eine Sache, die man dazu sagen muss, ist natürlich, also du kannst halt nie verhindern, absolut, mit absoluter Sicherheit verhindern, dass du halt jemand, der versucht, dein Land einzunehmen, ne? Also zum Beispiel Frankreich, wenn Deutschland mal wiederkommt, ne, hatten einen Staat und konnten auch nichts machen. Nee, natürlich. Ja. Und das würde übrigens über Versicherungen vermutlich geregelt werden. Aber ich würde mal sagen, weiter im Text, oder? Ja, ich lese jetzt gerne das nächste vor. Das letzte dann auch. Ja. Die libertäre Privatstadt ist eine schreckliche Dystopie, in der ich nicht tot überm Zaun hängen möchte. Schön, dass das mal thematisiert wird. Ein Hinweis auf libertäre Fallstricke wie Public-Private Partnerships und Smart Cities wäre noch schön gewesen. Den letzten Satz möchte ich gerne dann einordnen, dass der politikwissenschaftlich und ökonomisch korrekte Begriff für Public-Private Partnerships nicht Libertarismus ist, sondern Faschismus. Public-Private Partnerships sind die Essenz von Faschismus, dem ökonomischen Faschismus von Mussolini-Italien. Und Smart Cities sind das, was wir im tendenziell eher nationalsozialistischen China ganz massiv beobachten können. Das geht auch vom Staat aus und hat mit Libertarismus genau nichts zu tun. Ja. Die libertäre Privatstadt ist eine schreckliche Dystopie, in der ich nicht tot, ja, muss, also er muss ja auch nicht tot über dem Zaun hängen. Also er kann auch einfach nicht mitmachen. Das ist ja der Vorteil in einer Privatstadt. Du wirst nicht gezwungen mitzumachen. Du kannst auch einfach was anderes tun. Insofern, es ist, ich würde es bei Comic-Cringe einsortieren. Ja, sehe ich da auch. Und zwar dieses Public-Private-Partnership als libertären Fallstrick zu betrachten, das geht so in die Richtung von der Theorie von Rosa Luxemburg, die von der fortgesetzten ursprünglichen Akkommodation, also dass sich der private Sektor immer mehr Institutionen einverleiben muss, um weiter wachsen zu können. Also sieht ziemlich danach aus, als hätte er das auch irgendwo aufgeschnappt. Ja, das ist halt so der typische komische Take, ne? Ja. Also ich meine, dass du eben kann schon Vorteile geben daraus, wenn der Staat eben Outsourcing betreibt und irgendwas an ein privates Unternehmen vergibt eine Aufgabe, wobei auch das mit vielen Problemen ja, bewachsen ist, ja, aber gut. Also theoretisch kann es schon Vorteile geben, in der Praxis aber halt selten der Fall, ja, weil eben Unternehmen sich dann schön in ja, ich sag jetzt mal in den Bürokratien suhlen, ja, und sich da schöne Verträge rausholen. Genau. Aber gut. Ja. Ich würde sagen, das war der letzte, oder? Lassen wir durch. Yep. Oh. Gut, vielleicht noch eine Sache, die zu erwähnen ist, eben diese ganzen, es gab mehrere Kommentare mit Bioshock. Also das ist auch halt ein Computerspiel, also wieder also ein Beispiel für Kommis, die irgendwelche erfundenen Geschichten hernehmen und dann glauben, dass darauf könnte man ein Weltbild stützen. Libertarismus besiegt, weil Bioshock, da hat es nicht funktioniert. Ja, in dieser erfundenen Geschichte wo sie unironisch eine Droge erfinden mussten, die alle Menschen zu gewalttätigen Psychos macht, damit das nicht funktioniert. Ja. Das klingt sinnvoll. Ja. Guter Punkt, also. Droid with Facts and Logic. Ja, das, also seitdem ich Bioshock gespielt habe, bin ich kein Libertärer mehr. Ja. Weil ich einfach gesehen habe, dass dann genverändernde Drogen auf den Markt kommen, die einfach die Leute irre macht, und das will ich nicht. Ja.
funktioniert. Wäre den Anfängen. Wäre den Anfängen. Nieder mit Andrew Ryan. Ja, ich würde mal sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, oder? Ja, hat Spaß gemacht. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Medal of